Hi, das sind wir. Willkommen zurück zu einem neuen Vlog. Ja, wir haben heute wieder ein großes Programm. Wir haben viel vor, vor allem auch wieder viele Kilometer. Das erste wird tatsächlich die IAA sein. Über die Messe wird ja relativ viel gesprochen, so, ne, dass es sich ein bisschen komisch entwickelt hat über die Zeit hin. Aber ich war schon seit locker 10 Jahren nicht mehr da. Deswegen wollte ich mir jetzt mal selber so ein Bild damit machen. Und danach geht es noch weiter nach München, dann noch ein paar Sachen abklappern, dann zur Motorworld und final müssen wir natürlich wieder nach Hause fahren. Das heißt, overall, denke ich mal, werden es so um die 500-600 Kilometer heute wieder sein. Gestern allein sind wir schon 600 damit gefahren, das heißt 1200 Kilometer in 2 Tagen. Aber dafür ist der GT4 ja da. Er ist auch wieder ready. Er ist noch, wie man sieht, richtig super schön dreckig. So sieht man es. Müssen wir nachher mal kurz sauber machen. Aber Gepäck etc. ist wieder drin. Alles ready. Deswegen würde ich sagen, steigen wir einfach mal direkt ein. So, da sitzen wir und haben 34.385 Kilometer mittlerweile auf der Uhr. Sammelt schon echt fleißig. Also sind wirklich mittlerweile knapp 30.000 Kilometer, ein bisschen mehr als einem Jahr. Das ist schon wirklich viel, das finde ich, für so ein Auto. Oh. Aber E-Car Graphic. Ein Träumchen. Und los geht's! Und ich hatte euch ja gestern auf Instagram mal nach ein paar Fragen gefragt, die wir dann heute mal so ein bisschen machen, weil das haben wir schon, glaube ich, sehr, sehr lange nicht mehr gemacht. Das haben sich auch über die Vergangenheit sehr, sehr viele Fragen in den Kommentaren dann immer wieder entstanden. Und ich habe jetzt hier so einen kleinen Zettel. Ich kann vielleicht nicht immer die Namen vorlesen, aber zumindest mal so die Fragen. Das geht dann relativ easy. Und zwar, wenn du den Rest deines Lebens nur noch 3 Autos fahren könntest, welche wären das? Boah, das ist wieder so eine Frage. Aber was ich schon mal sagen kann, LaFerrari als super extrem bescheuert Auto. Singer DLS, weil geht immer, immer geil. Und du hast die Nummer 3. Das ist geil für den Alltag. Eigentlich so ein Langstreckenbomber halt, ne? Ich bin leider weder Bentley noch Rolls-Royce bisher mal gefahren, so auf abgehoben. Aber ich denke, die könnte ich mir halt schon ziemlich geil vorstellen eigentlich, ne? Wenn du wirklich einfach nur mal dahin gleiten willst, dann gibt es ja auch solche Momente. Also ich denke, boah, ich sage jetzt einfach mal so Bentley Continental Speed oder so. Ich denke, das würde eigentlich sehr gut passen. Alright, nächste Frage. Hast du andere Autos im Blick für die Zukunft? Tatsächlich ja, aber ich tue mich sehr schwer. Es gibt 2 Autos, mit denen ich eigentlich, das Gefühl, in der Vergangenheit mich sehr vielen Autos in die Beugel, aber eigentlich sind so 2, die sich so am meisten rauskristallisieren. Das ist einmal AMG GTR und 991.1 GT3 RS. Beim GTR finde ich halt sehr geil. Er ist halt wesentlich günstiger. Also der Preis-Leistung ist eigentlich echt ganz geil. Und es wäre einfach mal was ganz anderes, ne? Mal so richtig schön V8-Bomber mit Leistung. Wieder so wie beim F-Type damals. Lange Haube, Grand Tourer. Und es bockt sich halt auch schon sehr. Ich finde den Innenraum auch ziemlich geil. Also sowas würde ich schon zur Abwechslung mal wirklich sehr fühlen. Aber wiederum, ich hatte mal die Chance, beide Autos an einem Tag zu fahren. Wenn man dann halt wieder in Porsche halt einsteigt, fühlt man sich halt doch irgendwie so ein bisschen wohler. Ne? Da lasse ich gerade fließen. Aber overall muss man trotzdem halt sagen, dass der GT4 halt schon dir sehr, sehr viel bietet, was dir auch ein 91.1 GT3S bietet. Also das sind jetzt wirklich keine Lichtjahre dazwischen. Und deswegen denke ich halt manchmal so, hey, behalte halt den GT4, ne? Mal gucken. Da brauche ich auch mal eure Hilfe. Schreibt bitte mal gerne in die Kommentare, was ihr am geilsten findet. GT3S, AMG GTR oder irgendwie sonst was. Ohne Witz, das wird mir sehr helfen. Und lasst in dem Zug auch unbedingt ein Like da. Okay, nächste Frage. Willst du bald upgraden zu einem GT4 RS? Ja, habe ich mal überlegt tatsächlich. Aber ich bin ganz ehrlich, was die Dinger gerade kosten auf Gebrauchtwagen. Die sind natürlich deutlich krasser als ein GT4. Aber das ist mehr Preis-Leistung passt mir da nicht. Also da würde ich ganz ehrlich lieber einen GT3 RS nehmen, der weniger kostet. Bin ich ganz ehrlich. Deswegen weiß ich nicht. Waren relativ viele Fragen zum GT4. Zum Beispiel auch, wie ich den finde. Also prinzipiell, ey, Bombenauto. Ich meine, es ist halt nochmal die verschärfte Variante vom GT4. Und ich meine, es gibt kein Auto, was einen krasseren Innenraum-Sound hat als das. Also wirklich so zum Fun-Auto, wo du wirklich dich einfach mal durchwechseln willst. So, bestes Auto, wirklich. Das macht Bock. Es hat Power, es klingt total geil, es ist kompakt, es hat die gleichen Komfortgeschichten wie jetzt beim GT4, Kofferraum vorne, hinten. Und deswegen eigentlich, es ist ein absolutes Top-Auto, da gibt es nichts. Und das Geile ist, dass es halt auch davon einfach noch eine offene Variante halt gibt. Ne? Natürlich auch schwer ranzukommen, aber da sage ich halt auch immer wieder, wie geil Porsche drauf ist, um solche Autos überhaupt mal rauszubringen. Ne? Wenn man es mal so vergleicht mit anderen Wagen, schwierig. Ne? Nächste Frage, GT4 bleibt eher Serie. Also momentan haben wir ja das Manche ist ja da gemacht mit den Belegen und die Abgasanlage hinten eigentlich. Ne? Mehr ist es ja gar nicht und ich muss ehrlich sagen, so wirklich mehr verspüre ich jetzt auch nicht, dass ich da verändern wollen würde, weil er halt einfach top ist, wie er ist. Natürlich fände ich es für die Rennstrecke cool, wenn er noch ein bisschen mehr Sturz hätte oder generell so das MR-Paket.
Aber da verschlechtert sich halt so diese Langstreckentauglichkeit halt rapide, ne, durch den Sturz. Weil du ballerst dir da die Innenflanken ab, ne? Das ist wirklich nicht mehr normal. Das habe ich jetzt auch schon bei mehreren Freunden gesehen, wenn ich immer wieder diese Bilder bekomme, wo die da schon auf der Karkasse zum Teil fahren, weil das siehst du ja zum Teil auch nicht auf den ersten Blick. Deswegen, so ist eigentlich schon mal geil. Weil ich nur immer noch am gucken bin, ob wir vielleicht mal die Farbe tauschen. So, dann hier ein paar Komplimente, vielen Dank. Meinung zum M8 Grand Coupé. Ja, prinzipiell von außen schön, Innenraum auch cool, ist halt ein geiler Langstrecken-Powerprügel, sage ich mal so. Aber ich persönlich würde tatsächlich einen anderen bevorzugen. Also ich würde sogar einen GT63S bevorzugen, persönlich. Was gibt es denn noch in der Klasse? Also von BMW D, Mercedes hat den GT63, Audi hat einen S8, nee, das ist nicht. Porsche Panamera würde ich auch bevorzugen. Ja, und warum? Bei mir ist halt das Thema, also M3, M4, definitiv entscheide ich mich jetzt im Vergleich zur C-Klasse. Man merkt halt immer wieder, man vergleicht ja immer so ein bisschen, was es halt sonst auf dem Markt gibt. Ne? Und jetzt in dem Beispiel, wie ich gemeint habe, C63 M4 wäre ich definitiv Team M4. Gefällt mir in allem einfach besser. Aber jetzt so in der Klasse ist mir der M8 einfach zu, ja, sportlich, aber auch zu ähnlich im Vergleich jetzt zu einem M3, M4, ehrlich gesagt, so für den Raum. Das lehnt sich jetzt von der Erhabenheit jetzt nicht so sehr ab, für das, was er ehrlich gesagt kostet. Und ich persönlich finde auch den V8-Sound, den 4,4 Liter V8-Sound von M jetzt auch nicht so geil wie die AMG V8-Sounds. Weil jetzt mal ohne Witz, ne, so ein AMG GT 63 S Viertürer in matt-weiß mit silbernen Felgen. Boah, das ist schon viel, Mittlerweile wirklich. Ha, natürlich ist das Geschmackssache, um Gottes Willen. Also ich kann jetzt nicht jedem sagen, du bist dumm, weil du den BMW, um Gottes Willen, nein, natürlich nicht. Aber für mich ist es halt so, wenn ich mich in alle Autos reinsetze, setze mich da halt wieder so ein Panamera rein. Das Schlimme ist, mich nervt es halt auch immer wieder. Weil wo ich jetzt in Goodwood war, gleiche Story, setze ich da in Urus rein, denkst dir, boah, krasses Auto, ne? Und dann hast du dich da in den neuen Mercedes-SUVs da reingesetzt und dann kommt dieser neue Cayenne. Ich setze mich da rein und denke mir, was soll das? Weil das ist wie ein Wohnzimmer, keine Ahnung, kriegen das einfach hin, dass alles genau so für mich sein soll, wie es ist. Es ist echt bescheuert. Welches Auto für mich aber, glaube ich, ähnliche Gefühle so auslösen würde, wäre der Porsche Sangue, weil die Ferrari in Raum fühle ich irgendwie auch komplett hin. Ich hoffe, ich habe deine Frage beantwortet. Also ist geil, aber ich würde ehrlich gesagt andere bevorzugen. Ja, dann nächste Frage von Tim MK7. Dein größter Traum? Boah, das ist natürlich jetzt wieder ein Riesenthema, wo ich auch eigentlich schon gefühlt ein komplettes Video von machen könnte. Ich meine, Träume wandeln sich natürlich so immer mal wieder, aber jetzt aktuell und schon seit einem Jahr, würde ich schon sagen, ist mein Traum wirklich, dass sich dieses YouTube-Thema immer weiter sich dahin entwickelt, dass ich mich aus meinem Hauptjob rausnehmen kann und immer mehr Fokus auf YouTube legen kann, dass ich das immer weiter ausbauen kann. Weil es ehrlich gesagt zum Teil immer so ein bisschen frustrierend ist, wie viele Ideen man hat. Aber durch das, dass man alles selber machen muss, du halt zeitlich leider sehr eingeschränkt bist. Und das ist für mich immer so, boah. Und es holt immer größere innere Konflikte bei mir tatsächlich aus, weil es ist immer so, ja, du hast diese Flamme in dir, aber du kannst ja nie wirklich entfachen. Und natürlich, das ist dann auch immer mal rentiert, weil halt alles da reinfließt, ne? Und du halt nur am Reinputtern bist. Und natürlich dreht sich nicht immer alles um Geld, das ist natürlich absolut richtig, aber du musst auch von irgendwas leben, du musst ja auch von irgendwas die ganzen Sachen finanzieren, was wir hier machen. Und dass das dann halt irgendwann kommt, weil das ist momentan schon wirklich echt kriminell. Aber da arbeite ich ja parallel halt auch noch ganz intensiv dran, wie ich da noch mehr Mehrwert bieten kann, um eben noch wirtschaftlicher zu werden tatsächlich. Und auf dieser Reise habe ich auch geplant, euch mitzunehmen, weil ich denke, es gibt ja einige Leute, die auch in derselben Position sind, die halt was anfangen möchten und nicht genau wissen, wie und wo und was, wo man sich halt einfach austauschen kann über gewisse Erfahrungen. Und dass wir es halt einfach gemeinsam aufbauen. Und in dem Zuge möchte ich aber halt auch einfach nochmals darauf sensibilisieren, wenn ihr da etwas supporten wollt, was mir wirklich riesig helfen würde, wäre zum Beispiel in YouTube die Mitgliedschaften, was ich da habe. Da habe ich ja, wie gesagt, mir große Mühe gegeben mit diesen drei Varianten. Einmal als Superinvestor, als Hyperinvestor und als Mega-Investor. Da könnt ihr euch quasi euren passendes Paket halt aussuchen. Das ist wirklich ein super minimalen Betrag für das, wie viel YouTube-Content ihr eigentlich im Monat bekommt. Wenn ihr das mal vergleicht mit Netflix, ist es ja eigentlich nichts. Und es gleicht halt eben auch auf Insta. Also das würde wirklich einen riesen Impuls bringen, weil so kleine Beträge, aber halt über die Masse hingesetzt, bewirken da schon wirklich vieles. Und ich kann euch versprechen, ich gebe wirklich alles, was mir in der Macht steht dafür, um euch den maximalen Mehrwert halt auch dann zu bieten. Ne? Also wartet mal ab, was da in der Zukunft noch so kommt. Da könnt ihr euch wirklich drauf freuen. Und genau, wie gesagt, dass es halt immer mehr zu YouTube geht. Aber natürlich halt auch das Familiäre. Ne? Ich meine, mit meiner Freundin läuft es so gut, wie es mir jemals hätte uns räumen können. Und dass es sogar vielleicht noch besser läuft. Und dass wir da halt auch einfach immer genug Zeit füreinander haben und dass es auch
einfach, dass wir beide alles gut gemanagt bekommen, sagen wir es mal so, das da träume ich mir. Dass ich YouTube machen kann die ganze Zeit, dass ich die Träume leben kann und euch den maximalen Mehrwert natürlich bieten, dass wir alle was davon haben. Oh, das alle happy sind eigentlich am Ende, ja. Nächste kleine Frage, Kilometerstand, gerade 34.409 Kilometer. Wann bist du mal wieder in der Boxengasse? Ja, immer mal wieder eigentlich. Also ich bin ja ganz gerne spontan abends mal so zum Essen und versuche ja eigentlich auch auf jedes Cars in Gelato dann zu kommen oder feiere die ganzen Trackdays eigentlich mit. Also immer mal wieder. Das könnt ihr euch ja merken, also jeden letzten Sonntag im Monat, in den Sommermonaten, findet an der Boxengasse ein Cars in Gelato statt, wo ich, wie gesagt, fast immer da sein werde. Ich meine, ich tease das ja auch immer auf Instagram an. Deswegen, wenn ihr da Bock habt, mal vorbeizukommen, es lohnt sich wirklich. Die Qualität an Autos ist geil, die Stimmung ist geil, das Essen ist geil. Von daher, alles, was man will. So, da sind wir mittlerweile. Es ist auch das erste Mal für mich hier am Münchner Messegelände an dem Neuen. Das ist schon, boah, groß. Aber schön neu auch. Also, geiler Vibe. Jetzt müssen wir irgendwie einen Parkplatz finden und dann gucken, dass wir da reinkommen. Okay. Jo, hier geht's ab. Ja gut, ne? Jetzt mal eine Parkhauseinfahrt, oder? Jo. Hey, servus. Mir ist jetzt schon schwindelig. Mal gucken, wie schnell wir es packen. 50? Lol, ist jetzt auch voll. Ganz oben, oder was? Okay, ich habe jetzt mal kurz schnell geparkt. Motor aus und machen wir mal die letzte Frage. Und zwar wieder von Tim MK7 GTI. Wie schaffst du es, Arbeit und diese vielen Touren zu verbinden? Ja, das ist schon eine gute Frage. Und ich muss auch sagen, das ist so das Größte, wo ich in meinem Alltag auch immer kämpfe. Ne? Weil, wie gesagt, wenn du halt alles alleine machst, musst du natürlich selber deine Zeit einteilen etc. Das heißt, Effizienz ist da halt elementar wichtig. Und dafür muss man sich halt einfach einen extremen Fokus halt aufbauen. Ne? Also, was steht an? Was für Touren willst du machen? Wie bekommst du die organisiert? Was beinhaltet das alles? Was kostet das? Was brauchst du dafür alles? Und wie bekommst du das dann zeitlich hin, dass du dann auch noch deine restlichen Tasks alle erfüllen kannst? Und du brauchst dafür halt einfach einen extremen Fokus. Also sprich, was ist wirklich elementar wichtig? Und diese Sachen dann so schnell wie möglich einfach erledigen und also von Mal zu Mal auch immer schneller werden. Und dann natürlich halt auch immer mehr deine Ablenkungen wegmachen. Also das war bei mir halt immer ein Riesenthema, weil ihr glaubt nicht, wie oft ihr euch am Tag von irgendwas ablenken lässt und wie lange dann wieder braucht, um wieder reinzukommen. Weil manchmal immer, nur kurz hier, 5 Minuten und so weiter. Aber stell dir mal vor, was du in diesen 5 Minuten alles machen könntest oder hättest machen können. Das ist schon wirklich extrem. Und wenn du das dann mal so hochsummierst, das sind wirklich Riesendinge, aber es ist verdammt schwierig auch. Ja, aber so overall gesagt, du brauchst einfach einen Fokus auf das, was du machen willst. Dann findet man Wege und dann durchziehen. Ne? Wie mit allem. Entweder man findet Wege oder man findet Gründe, sage ich immer. Ne? Viele finden Gründe, warum es nicht geht. Aber wenn man wirklich will, findet man immer Wege. Das klingt sehr pauschal, ich weiß. Und man kann dann auch wieder direkt verurteilen. Und oh, bei dir ist es ja alles einfach. So höre ich mir das immer an. Aber glaub mir, so viel einfacher ist es bei mir auch nicht. Und manchmal bedeutet das halt auch wirklich halt bis 1-2 Uhr nachts das dann halt nachholen, was tagsüber halt nicht ging. Aber das geht auch im Angestelltensein. Weil es gibt ja auch so viele YouTuber, die angestellt waren und haben es dann auch irgendwie gepackt, sich die Freizeit frei zu boxen. Haben vielleicht mit ihren Vorgesetzten verhandelt, um da dann irgendwie gemeinsame Wege zu finden. Haben denen natürlich Mehrwert geboten. Du kannst jetzt halt nicht einfach nur hingehen und verlangen, sagen, ja, ich brauche mehr Zeit für YouTube. Du musst natürlich dem dann halt auch was bieten, warum er das machen soll. Es ist ja wie mit allem, ne? Die Wertigkeit von all dem ist ja den Mehrwert, was du anderen lieferst, logischerweise. Und daran muss man einfach arbeiten. Das ist aber halt auch ein Prozess, was halt nicht von heute auf morgen geht, logischerweise. Das dauert halt seine Zeit. Aber wenn du das dann verinnerlicht hast und du bleibst einfach stetig dran und du hast diesen Fokus, du weißt, wohin du willst, dann verspreche ich dir, werden immer, boah, der Baller da über diese Dinger da drüber, dann finden sich auch wirklich Wege. Ich verspreche dir das. Wenn du wirklich zu 100% es lebst, finden sich immer Wege. Aber ich würde sagen, diese Themen vertiefen wir dann auch nochmal in der Zukunft mehr. Vielleicht auch mal ein paar Live-Sessions. Und ich denke, das Video geht jetzt auch schon ellenlang. Deswegen würde ich das jetzt hier mal beenden. So, dann gehen wir mal raus hier. Boah, oberste Etage. Fast alles leer. Aber besser ist es. So, wir gehen rein. Gerade wieder dieser Moment, wenn man sich umdreht, um nochmal das Auto anzuschauen. Und sieht ja nicht einfach schön aus. Muss ich aber noch mal mit euch teilen. Und da wollen wir hin. Manchmal so ein Guide, ne? Besser ist es. Rein geht's. So, an der Messe IAA sind wir soweit durch. Riesen Dank auch nochmal an Zettel, sowohl für das Ticket als auch noch für die geile Goodiebag. Ohne Witz. Geile Aktion. Und jetzt geht's noch in die Münchner Innenstadt. Checken da noch die IAA aus. Dann geht's zur Motorworld. Dann müssen wir noch das Video fertig machen und hochladen. Was essen wäre noch cool. Und dann wird wahrscheinlich schon ein bisschen später sein, was gut ist, weil dann sehen wir den Verkehr. Und dann düsen wir noch rein.
aber zuvor düsen wir natürlich traditionell für München, oder ist übrigens der neue Lotus SUV, durch die Maximilianstraße. Dann gucken wir mal, was wir da so finden. Also R8, leider, aber relativ ruhig heute tatsächlich. Ah, Kalinin, Leute, aus Miesbach. Deshalb für mich dann auch immer wieder ein Genuss zuzugucken. Ganz ehrlich, die Leute, die aus diesen teuren Läden da rauskommen, das sind halt echt immer so diese Originale. Ich feier das total. Weil irgendwie jeder Mensch gefühlt so in seiner eigenen Welt lebt. Ne? Und das ist ja auch so ein ganz eigener Kosmos. Das ist immer wieder geil. Boah, geil, GLC 63. Ne? Das ist auch für mich so ein Traum-Daily gerade, weil du damit dann auch wenigstens was Geiles ziehen kannst. Ne? Aus V8, Sound, alles, was man noch irgendwie will. Ne? Und ja gut, dann war's es schon. So, mittlerweile haben wir einen Parkplatz gefunden. Gehen wir mal raus. Oh, den letzten tatsächlich auf der Etage, Gott sei Dank. Mach mal zu. Auch mal ganz praktisch, ne? Wenn du, das wussten viele tatsächlich nicht, ne? Du kannst natürlich abschließen. Und wenn du lange drauf bleibst, gehen die Scheiben hoch und die Außenspiegel fahren sich dann ein. Das heißt, kannst du dann hier nochmal manuell steuern, was ich ganz geil finde eigentlich. Guck dir das an. SF90. Guck dir das an. Okay. Ah, nice, immer auf, entspannten, schönen Speziale. Sehr geil. Und wieder zurück in der Motorworld. Am Motorworld Inn. Erstmal was essen. Langsam lässt die Energie echt nach. Wir haben heute Morgen nur so ein kleines bisschen gefrühstückt. Ey, was habe ich gegessen? Ich habe heute nur eine Brezel gegessen, Leute. Und jetzt endlich mal. Kann es kaum erwarten. Und dann, ja, schneiden. So, fertig mit Video. Jetzt würde ich sagen, fahren wir mal nach Hause. Diese Stille hier, ne? So nachts um 22:30 in der Motorworld. Aber es ist aber immer wieder geil, dass man einfach trotzdem auch hier sein kann. Guck mal. AMG ist immer noch offen, 24/7. Das heißt, du kannst immer noch reingehen, alles anschauen. Du kannst dich da auf die Couch chillen, machen und tun. Das ist halt schon echt was, ne? Und ich bin auch allgemein super gerne hier. Also ich habe schon so viele Videos hier gemacht, habe mich einfach da irgendwo hingeflaggt, ne? Weil der Vibe ist halt geil, drehst dich ein bisschen um. Oh, jetzt ist so ganz entspannt noch so ein Giron. Und klimperst da dann Zeug zusammen, ne? Boah, wenn ich jetzt mal überlege, was ich heute an Parkgebühren bezahlt habe, ne? Also IAA Nummer 1 hat mich 15 Euro gekostet, nee, 17 Euro, dann München auch nochmal 15 Euro und jetzt nochmal 7,50 Euro. Das heißt, wir reden hier von fast 40 Euro, nur Parkgebühren hier. Und da steht er, bisschen einser, aber oh, immer wieder ein Traum, dahin zu laufen. Nein, zack, Mann. Yeah, boah, dieses erste Aufholen immer wieder, ne? Let's go. Auch wenn es manchmal ein bisschen anstrengend ist, liebe ich es eigentlich spät loszufahren, weil da der Verkehr so schön frei und alles ist. Ne? Da kannst du es richtig laufen lassen und somit bist du eigentlich auch effizienter. Ne? Gerade mal geguckt, wir sind jetzt einfach schon 13 Stunden auf Achse und müssen jetzt nochmal, ja gut, na, wie gesagt, jetzt 2,5 Stunden nochmal nach Hause fahren. Das heißt, immer so um 0.56 Uhr zu Hause, das heißt um 1 Uhr ungefähr. Ja, und morgen dann wieder los, ne? Perfekt. Guck mal, wir haben 22.22 Uhr.